Hallo und herzlich willkommen hier bei den Schreien von Lizuhl, bei eurem Mitbewander gegen Brotoster, die gleichen wie im vorigen Spiel. Also ihr seht jetzt 5, 6 Folgen andauern. Lucky D und PLG Amo. Und wir sagen, wir spielen denselben Song nochmal. Wir spielen ja wirklich. Ja, wenn der halt seine Base nicht dich macht, was willst du dann machen? Hier geht's jetzt besser, theoretisch. Ja, hier geht's für uns besser, oder? Oder für die? Für die besser. Aber ich soll jetzt spielen? Boomlinge. Nee. Roaches. Okay. In Minute 3 bin ich vorne. Overlord steht da, kann er gleich hochpeilen. Ja, das ist eine gute Idee, oder? Ja, schon, das könntest du schaffen eigentlich. Gott kommt schon. Jetzt schon. Ja, der hat jetzt Angst. Klar, der Angst. Man ist auch schon da. Du musst ja nur sagen, wo wir hingehen wollen, wie ich mein U-Boot. Den muss ich nämlich dann da hinstellen. Auf dem Protoss bitte, oder was? Ja, natürlich auf dem Protoss wieder. Hat wieder komisch gebaut. Okay, dann stelle ich mein U-Boot hier in die Nähe. Hier gibt's mir jetzt eine Variation. Damit es nicht so eintönig wird. Ich spiele dasselbe wie vorhin. Das heißt, bei mir geht's bei Minute 3 erst los, ne? Aber es muss ja trotzdem klappen. Naja. Oh, das macht er dicht. Ich peile dann auf. Hat aber kein Gas genommen, er wird Bersis bauen. Wieso hat er noch kein Gas genommen? So, da komme ich wieder. Ah, der baut zu mit Marines. Der Terraner hat dicht gemacht. Ist doch nicht schlimm, ich kann hochpeilen. So, ich mach den Pylon auf. Wir kommen jetzt gleich die ersten drei Roaches. Wir werden zu Burbage und dann geht's los. Drei Roaches in einem Baum. Sehr schön. Adepten kommen gleich dazu. Jetzt sind Adepten im Baum. So, vierte Roach kommt. Hat einen Berserker, das ist okay. Drei Roaches morphen zu Rebel John. Jetzt brauche ich mehr Gas. Nibbel der Bär sieht davon rum. So, von mir ist kommen wir jetzt vorn. Ich bin schon unterwegs. Komm her. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Das ist offen. Nein. Das ist ein Cannon. Den Stalker. Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Und jetzt auf die Echo. Okay, jetzt hat er keine mehr. Marines kommen? Marines, ja. Wir müssen die Echo wegräumen. Oder auf die Marines. Schaffen wir doch, auf oder? Auf die Marines. Auf die Echo. So, das erste wieder raus. Und das der zweite wieder raus. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Folge dran. Die kotzen ab, ey. Die kotzen ab. Jetzt kriegen wir sie bestimmt nochmal, oder? Aber die müssen eigentlich schon, die sind ganz schön runtergerutscht durch uns. Ja, dann würde ich sagen, los, wir machen noch eins dran. Los, komm noch eins hinterher. Wollen wir doch nur 4 Minuten. Jetzt noch so eins kommt, dann. Ja, dann ist es halt so, ne? Ja. Aber jetzt war eine Variation, ich habe keine Dinge gespielt, ich kann keine meckern. Das ist gut, das war gut, ja. Das waren Roaches. Tja, vielleicht sollten die doch mal umdenken jetzt. Umdenken ein bisschen. Die wissen, dass es kommt. Ich meine, die haben es zum dritten Mal gewusst. Ja, theoretisch, ne? Theoretisch, ja. Die haben es auch gescoutet, die haben ja im Pool schon gesehen und alles. Naja. Ah. Die hätten da nochmal rein scouten müssen, dass Roaches kommen.
Aber haben sie nicht. Oh, Entschuldigung. Und dann geht's nochmal gegen die gleichen, oder? Nein. Nein. Diesmal können wir was anderes spielen. Aber die hat man schon mal gegen jemanden verloren. Jupus und Dream. Oh ja, stimmt, die kenne ich, ja. Aber das ist schon länger her, oder? Na, aber wann haben wir das letzte Mal gedaddelt? Puh, schneebig hier. Die haben uns ordentlich fertig gemacht. Dann machen wir sie jetzt fertig. Ich werde auf jeden Fall Adepten spielen. Das könnte offen sein. Ja, ich Linge spiele diesmal, aber Roaches bringt es ja nicht gegen Zerg. Nee. Muss ja jetzt schnell weggemacht werden von. Von den Lingen. Später bringst du dann, ja, aber. Wenn ich mehr habe als er Linge, dann ist es okay. Und so am Anfang ist halt echt schwierig. Ja. Und die schreiben nicht zurück, ich hasse sowas. Ja, die werden schon ihren Push vorbereiten. Ein bisschen Spaß kann man schon mal wünschen. Die werden Spaß haben, wir nicht. Ja. Zerg nimmt schon Gas. Hat viele Drohnen. Pool hat er auch schon. Pool hat er auch schon. Also hat Bautograd. Auch wenig Drohnen, oder? Viele Drohnen. Der Protoss braucht Doppelgate. Oh, ich muss auch ein Doppelgate setzen. Also es wird ein All-In, wie das ausschaut. Aber muss nicht sein. Das brauche ich noch nicht. Ist auf jeden Fall offen. Oh, die Exe denied. Warum nimmt er denn nicht die Gold? Hm. Weiß ich auch nicht. Ich nehme ja liebend gern die Gold bei der Map. So, von mir können wir auch dann gleich lospushen. Was baut er noch? So, Kybernetikern. Linge hat er Zerg, ganz viele. Ganz viele, ich hab auch viele Linge. Kein zweites Gas, jetzt erst zweites Gas von. Das wird auch mal All-In. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Puh, kommt der Böcker ein bisschen später. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Kommt Ding oder was? Ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Er braucht schon der Baneling kommt. Baneling kommt. Mehr Overlords. Ja, Bruder, das brauche ich ja Triple Gate. Nicht genügend Energie. Also baut auf jeden Fall ein Baneling Nest. Ja, baue ich auch mal. Gibt's halt Baneling Fight, die mag ich so sehr. Jetzt kommt er nochmal mit Link. Ganz viele Linge. Was wünscht ihr, Ajur? Wird die Schlacht wartet. Mein Speed durch gleich. Shit, ey. Und Berserk kommt. Totaler All-In. Ja. Vorwärts. Shit. Nicht genügend Energie. Warten sie halt auf die Balinge, ne? Natürlich. Gebraucht. Oder Dark Templar. Forschung abgeschlossen. Means the Dark Templar, nee, Baneling. War ja nix. Nicht. Tö, was ist das? Wir raus, oder? Ja, raus. Najakan, was die Linge sind auf der anderen Seite. Wir dienen mit Stolz. Komm auch los. Na ja, klar.
Rennen sie rein. Ah, da sind sie tot. Voll meine Bailinge reingerannt. Das war ja schön. Wir haben geäxt, also ich gehe hochgucken. Da kommen die Bailinge. Noch den Hilfe. Walker. GG. GG. Oh, was war das? Was ist denn los, ey? Ja, es läuft für uns das halt. Oder die waren nur schlechter doch als gedacht. Ja, die weiß waren es nicht. Schlechter als gedacht. Ja, die zwei nur. Ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns in Endcard. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und da sind wir auch schon in Endcard. Wir haben leider immer noch kleine Soundprobleme, da der Mutti-Bär die Musik angelassen hat in-game und ich natürlich nicht. Also muss ich mal ein bisschen hin und her schneiden. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn nichts verpassen will, können wir immer kostenlos unten links abonnieren. Dann guckt auch mal in unsere neue Beschreibung rein. Wir haben einiges geändert. Es gibt immer schöne Links zu einem Let's Play und zu anderen Let's Plays. Und bis dahin, schaltet auch morgen wieder ein und tschüss. Ja.